Alles begann mit einem panischen Anruf. Eine örtliche Vermieterin, die ein Mietshaus in der Innenstadt besaß, hatte hysterisch die Polizei gerufen. Einem ihrer Mieter war etwas Schreckliches zugestoßen. Sie konnte es sich nicht erklären. Das einzige Detail, das sie nennen konnte, war, dass sein Zimmer wie ein Regenwald aussah. Ein Einsatzteam der Polizei war schnell zur Stelle. Sie fuhren zu dem Mietshaus, trafen die weinende Vermieterin an der Tür und fanden den Weg zu dem Raum, der das ganze Durcheinander verursacht hatte. Als sie die Tür öffneten, sahen sie mit Schrecken, dass sie recht hatte. Bäume, Pflanzen, Pilze und sogar Insekten und Tiere waren überall im Raum verteilt. Es wimmelte nur so von Leben. Die Flora und Fauna in diesem Raum sah nicht wie irgendetwas anderes auf der Erde aus. Und in Anbetracht der anormalen Natur dessen, was hier geschehen war, ist es sehr gut möglich, dass sie recht hatte. Der Mieter, ein Uniprofessor, der kürzlich eine anthropologische Expedition in den Amazonas-Regenwald unternommen hatte, war nirgends zu sehen. Aber einer der Beamten entdeckte einen düsteren Hinweis darauf, was mit ihm geschehen sein konnte. Eine große Kolonie von anormalen Schimmelpilz wuchs schnell an der gegenüberliegenden Wand. Der Offizier schwor zunächst, dass es sich um eine Einbildung handelte, aber er irrte sich. Ein menschlicher Schädel versank im Gewebe des Schimmels und zu allem Übel begannen peitschende Ranken aus den leeren Augenhöhlen zu kriechen und nach dem neuen Fleisch zu greifen. Zum Glück für alle, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren, griff die SCP-Stiftung ein. Mithilfe einer mobilen Einsatzgruppe und einigen Eindämmungsspezialisten. Die Vermieterin, die Polizisten und die anderen Bewohner des Gebäudes wurden amnestiert und umgesiedelt. Die Stiftung kaufte das Gebäude und ließ es abreißen, während sie in dem anormalen Raum nach der Ursache für das unkontrollierte biologische Wachstum suchte. Und sie fanden ihre Antwort in einer höchst unwahrscheinlichen Form. Ein unbeschriftetes Kassettenband, das sich bei ihrer Ankunft noch im Abspielgerät befand. Die Aufnahme auf dieser Kassette wurde unter dem Namen SCP-407 bekannt. Im Vergleich zu unsterblichen, menschenfeindlichen Echsenmonstern und multidimensionalen Chaosgöttern mag sie unscheinbar wirken. Aber das Band in diesem Raum könnte, wenn es in die falschen Hände gerät, eine ökologische Massenkatastrophe auslösen, die sich unweigerlich zu einem gefürchteten Weltuntergangsszenario der XK-Klasse ausweiten würde. Also eins nach dem anderen. Was befindet sich eigentlich auf diesem Band? Dank kurzer Samples, die vom Personal der D-Klasse gehört wurden, konnte die Stiftung herausfinden, dass es sich um eine etwa 28 Minuten lange Aufnahme eines Liedes handelt. Es wird in einer unbekannten Sprache vorgetragen und scheint im A Cappella-Stil von einer Gruppe unbekannter Personen gesungen zu werden. Da die Stiftung befürchtete, dass die Kassette beschädigt werden könnte, sicherte sie die Aufnahme als Audiodatei in der Datenbank von Standort 19. Diejenigen, die sich das Lied während der Tests anhören konnten, hatten eine überaus positive emotionale Reaktion. Sie beschrieben es als beruhigend, herrlich und wunderschön. Und in der ersten Minute seiner Laufzeit wird der Song mit seinen anormalen Effekten diesem Ruf wirklich gerecht. Wenn das Lied abgespielt wird, beschleunigt es das Zellwachstum innerhalb seines Hörbereichs massiv. Die Wirkung wird durch die Lautstärke und die Spieldauer des Songs verstärkt. Es ist wichtig zu wissen, dass es keinen Unterschied macht, wenn man sich die Ohren zuhält oder abdeckt. Der Wirkungsbereich scheint sich danach zu richten, wie weit die Schallschwingungen reichen. Und ob man sie tatsächlich hören kann, ist irrelevant. Aber wenn Sie nur eine Minute oder weniger zuhören, werden Sie froh sein, die anormalen Wirkungen zu spüren. Während dieses Zeitraums hat es sich als eine Art Wundermittel gegen fast alle körperlichen Krankheiten erwiesen. Mit Ausnahme von Krebs. Dank der zellwachstumsfördernden und verjüngenden Eigenschaften des Liedes entdeckte die Stiftung, dass 407 eine wirksame Behandlung für Alzheimer, Morbus Crohn, Hirn- und Rückenmarksverletzungen und normalerweise tödliche Infektionen oder Wunden war. Es war wie eine Version von SCP-500, die Pillen, die alles heilen, aber eine, die nie ausgehen würde. Wenn es also ein so wirksames Heilmittel ist, warum wurde es von der Stiftung nicht häufiger verwendet? Aufgrund dessen, was passiert, wenn man weiter zuhört. Wenn das Lied 2 bis 3 Minuten lang gespielt wird, beginnt bei der Testperson ein unnötiges und unkontrolliertes Zellwachstum. Insbesondere auf der Haut. Das Ergebnis sind meist gutartige Tumore sowie Kalk- und Fettablagerung, die zwar manchmal schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich sind. Ab Minute 4 kommt es bei Einzellern in der Hörumgebung des Liedes zu einer beschleunigten Mitose, auch Zellteilung genannt. Dies führt zu einem Bakterien- und Pilzwachstum, das für alles und jeden, der ihm ausgesetzt ist, extrem gefährlich wird. Ab Minute 5 wird es dann wirklich monströs.
Die Stiftung hat nur 2 Tests durchgeführt, bei denen das Lied vollständig gespielt wurde. Diese Tests stellten eine so große Gefahr dar, dass weitere Tests von 407 ohne ausdrückliche Genehmigung eines Mitglieds des O5-Kommandos verboten wurden. Der erste Test wurde mit einem weiblichen Mitglied der D-Klasse in einer schallisolierten, aber nicht sterilisierten Testkammer durchgeführt. Wie erwartet war sie zunächst von der Musik begeistert. Sie heilte ihr verletztes Knie und es brachte sie wieder in einen Zustand höchster körperlicher Fitness. Aber das hielt nicht lange an. Schon bald klagte sie über starke Schwindelgefühle und Magenschmerzen, die zu schwerer Übelkeit führten. Zu diesem Zeitpunkt begann in den Ecken der Testkammer ein anormales Pflanzenwachstum. Es schien, als würde in der Kammer ein ganzes Ökosystem zum Leben erwachen und sich mit einer unvorstellbar hohen Geschwindigkeit entwickeln. In den nächsten Minuten erlebte die D-Klasse eine albtraumhafte körperliche Verwandlung. Ihre Haut wurde zu einer dicken, verhornten Masse. Schon bald verwandelte sie sich in einen dicken, unbeweglichen Klumpen reinen Fleisches, der wirklich nicht mehr als Mensch zu erkennen war, während die Kammer um sie herum zu einem üppigen Regenwald aus fremdartigen Pflanzen wurde. Diese Pflanzen wuchsen um sie herum und schließlich auf ihr, bis nichts mehr übrig war. Kurz darauf starben alle Pflanzen ab und zerfielen in einem riesigen Haufen anormaler Schimmelpilze, die den entstandenen Mulch dann verschlangen. Der Schimmelpilz begann sich zu entwickeln und wuchs mit großen Mund- und handähnlichen Strukturen, die er nutzte, um sich von der umliegenden Flora und Fauna zu ernähren, während er weiter zu wachsen begann. Als das Lied zu Ende war, beendete die Stiftung den Test, sterilisierte den Raum und versammelte einige Proben für später. Von der D-Klasse war nichts mehr übrig. Der zweite Test war auch nicht besser. Während die Versuchsperson, diesmal ein männliches Personal der D-Klasse, zu Anfang jugendlicher zu werden schien und sogar einen Zentimeter an Größe gewann, begann er sich im Laufe der Minuten extrem unwohl zu fühlen. Schon bald begann er zu erbrechen und das Erbrochene verwandelte sich schnell in Pflanzen. Auch aus seinen Augen und seinem Mund wuchsen schnell Pflanzensprossen, bis sein ganzer Körper von etwas zerstört wurde, das wie ein Bananenbaum aussah und plötzlich aus ihm herauswuchs. Wieder einmal wurde die Versuchskammer zu einem ganzen Ökosystem, diesmal mit einzigartigen, nie zuvor gesehenen Säugetieren. Das Ganze fand jedoch ein Ende, als der Raum von einem schnell wachsenden parasitären Pilz übernommen wurde, der mit seinen Sporen und Pilzstängeln alles andere verschlang. Und es sah aus, als würde er atmen. Beide Tests hatten etwas Beunruhigendes an sich. Abgesehen von dem offensichtlichen physischen Schrecken und dem Tod durch unkontrolliertes Zellwachstum zuzusehen. Was war das für ein mysteriöser Pilz, der immer wieder auftauchte und am Ende alles zu übernehmen schien? Die Stiftung untersuchte die von ihr gesammelten Proben gründlich und kam zu einem überraschenden Ergebnis. Der gleiche Pilz war ihnen schon einmal begegnet, allerdings nicht in dieser Dimension. SCP-507 ist ein Mann mit der Fähigkeit zum Dimensionssprung. Das einzige Problem ist, dass er nicht kontrollieren kann, wohin und wann er springt. Das hat dazu geführt, dass er in einer Reihe von unheimlichen Alternativdimensionen festsaß, von denen eine dem, was die Stiftung mit SCP-407 erlebte, unheimlich ähnlich war. In einer Dimension traf 507 auf eine verlassene Version von Standort 19. Diese war mit Leichen übersät, die mit demselben Schimmelpilz bedeckt waren. Er war entsetzt, beschloss aber, sich weiter umzusehen, in der Hoffnung, einen Ausweg aus der Anlage zu finden und Antworten auf die Frage zu bekommen, was hier eigentlich passiert war. Als er jedoch den Weg nach draußen fand, war das, was er entdeckte, kein Trost für ihn. Die ganze Welt schien mit demselben Schimmel bedeckt zu sein. Es war nichts mehr übrig. Er hatte alles verschlungen. Dank der Tests der Stiftung wurde festgestellt, dass beide Schimmelpilze dem Cordyceps-Pilz ähneln, eine Art gefährlichem parasitärem Schimmelpilz. Allerdings handelte es sich bei diesem Pilz um eine weitaus höher entwickelte und sogar noch tödlichere Version. Was könnte das bedeuten? Was war der Ursprung dieses anormalen Liedes? Könnten das Lied und der Pilz eines Tages die Welt, so wie wir sie kennen, zerstören und uns alle töten? Wir werden die Antwort auf diese Fragen nie erfahren. Und das verdanken wir einem äußerst unwahrscheinlichen Verbündeten. Einer Person mit dem Spitznamen L.S., einem prominenten Mitglied der Serpent's Hand. Diese rätselhafte Figur war zuvor in dem Besitz von SCP-268, einem Hut, der es fast unmöglich machte, sie aufzuspüren.
Mithilfe dieses Hutes drang L.S. ins Standort 19 ein, ein Vorfall, der später als Sicherheitsverstoß X23 bezeichnet wurde. Man geht davon aus, dass L.S. hauptsächlich in die Einrichtung eingebrochen ist, um SCP-914 zu nutzen, wobei sie eine merkwürdige Aktion durchführten. Sie hackten sich in die Datenbank der Stiftung und löschten alle Spuren von SCP-407, wodurch sie ihn effektiv neutralisierten. In einer von L.S. hinterlassenen Notiz hieß es: Du wirst mir danken, dass ich das, was du 407 nennst, gelöscht habe. Warum sollte ein Mitglied der Serpent's Hand, einer Interessengruppe, die oft eine militante Anti-Neutralisierungshaltung vertritt, einen SCP selber neutralisieren? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wer genau L.S. ist. Diese mysteriöse Gestalt ist technisch gesehen nicht eine Person. Sie ist eine Gruppe von derselben Person, nämlich einer Frau namens Allison Chow. Aus einer Reihe von verschiedenen Dimensionen. Sie treffen sich in der Bibliothek des Wanderers, dem Hauptquartier der Serpent's Hand, das zwischen den Dimensionen existiert, um ihre Missionen zu koordinieren. Warum ist dies in Bezug auf SCP-407 von Bedeutung? Weil die Natur von L.S. ihnen erlaubt zu wissen, was in einer großen Anzahl von Dimensionen gleichzeitig vor sich geht. Das bedeutet, dass L.S., ähnlich wie bei dem kurzen Einblick, den SCP-507 gewährt hat, wahrscheinlich von einem anderen Universum weiß, in dem 407 und seine schreckliche Form bereits ein Szenario der XK-Klasse verursacht und die Welt zerstört haben. Und wenn es dort aufgrund mangelhafter biologischer Eindämmungsmaßnahmen passiert ist oder 407 in die falschen Hände geraten ist, könnte es auch hier passieren. Es sei denn, jemand schaltet sich ein und kümmert sich persönlich um das Problem. Und obwohl die Politik der Stiftung in der Regel darin besteht, die von ihr entdeckten Anomalien einzudämmen und nicht zu neutralisieren, müssen wir zugeben, dass wir in diesem Fall wahrscheinlich auf der Seite der Serpent's Hand stehen. Wie sich herausstellt, ist es besser, wenn manche Lieder einfach nicht gespielt werden. Schaut euch jetzt SCP-073 und 076, Kain gegen Abel, und SCP-5031, noch ein Mordmonster an, um euer Wissen über die Wesen der SCP-Stiftung zu vertiefen. Bis zum nächsten Mal, Leute!